Unser Adipositas-Zentrum bietet Informationsveranstaltungen für Patienten an, die an einer Anbindung an unser Adipositas-Zentrum interessiert sind. Das sind zunächst Informationsveranstaltungen, die in der Regel online veranstaltet werden, jedoch auch regelmäßig im Jahr als Präsenzveranstaltungen veranstaltet werden. Im Rahmen dieser Veranstaltung informieren wir über das Vorgehen in Richtung einer Operation, das heißt, welche Schritte zuvor durchlaufen werden müssen und wie die Voraussetzungen für eine Operation sind. Wir haben eine am Haus, die sich regelmäßig zweimal im Monat hier vor Ort treffen und auch eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene Facebook-Gruppe anbieten, wo dann Patienten auch Fragen stellen können. Wir als Zentrum können es nur empfehlen, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, weil nur dort bekommt man Erfahrungen mitgeteilt von dem, wie es hier war, wie der Aufenthalt war, wie die Betreuung hier von uns war, wie zufrieden die Patienten einfach mit uns sind und aber auch, wie die Operationen vonstatten gehen und was danach einfach auch folgt. Also für uns ist der Besuch wirklich, wirklich wichtig und wir legen das jedem Patienten ans Herz, dass man sich einfach vor der Operation informiert, was bedeutet das für mein fortlebendes Leben? Weil nur weil wir jetzt operieren, heißt das ja nicht, dass das Thema einen nicht die nächsten 30 Jahre begleitet. Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die ist nicht durch die Operation geheilt. Also man sollte schon dabei bleiben und man sollte sich gut überlegen, was man da gerade tut und auch Erfahrungen einholen von anderen Patienten, wie welche Operationsmethode sich vielleicht auf das Leben aufgewirkt hat, was es für Unverträglichkeiten gibt, was es vielleicht auch für Einschränkungen gibt, was aber auch besser gelaufen ist. Also wie die Patienten sich jetzt besser fühlen, wie uneingeschränkt die jetzt sind, was einfach jetzt alles im Alltag möglich ist. Viele Patienten können tatsächlich gar nicht arbeiten gehen durch ihr Übergewicht und können das aber jetzt wieder, können keinen Sport machen. Die Ehen werden vielleicht geschieden aufgrund des Übergewichtes und dann lernt man neue Partnerschaften kennen, neue Freundschaften und so weiter und so fort. Also das Leben fängt tatsächlich neu an. Die meisten unserer Patienten nennen den Zeitraum nach der Operation auch das Leben 2.0. In einem Adipositaszentrum werden übergewichtige bzw. adipöse Patienten behandelt. Wir hier am Krankenhaus sind ein durch die DGAV, also der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, zertifiziertes Referenzzentrum für Adipositaschirurgie. Das heißt, unser Schwerpunkt liegt auf operativen Maßnahmen zur Behandlung einer Adipositas. Nichtsdestotrotz werden auch konservative Therapien hier durchgeführt bzw. begleitet bei Patienten, für die operative Maßnahmen aufgrund des Ausmaßes ihres Übergewichtes noch nicht in Frage kommen, bzw. wenn operative Maßnahmen nicht gewünscht werden. Das multimodale Therapiekonzept, kurz MMK, ist bei uns gar nicht ganz alles im Haus, sondern tatsächlich sind die meisten Dinge extern angesiedelt. Also wir haben externe Ernährungsberater, wir haben eine externe Sport- und Bewegungstherapie, wir haben externe Psychologen, die unsere Patienten begleiten. Die Hausärzte sind ein ganz großes Thema hier bei uns, Diabetologen, alle externen Partner arbeiten aber auch fest mit uns zusammen. Die Ernährungsberater begleiten unsere Patienten ebenso. Auch die sind alle selbstständig und können sich halt ihre Termine deswegen freier mit den Patienten einteilen. Da ist es halt auch wichtig, dass die Patienten umsetzen, was dann dort beigebracht wird. Das heißt, es soll eigentlich eine Lebensveränderung schon vor der Operation stattfinden, dass die Patienten wissen, wie es nach der Operation werden soll. Wichtig für die Patienten ist es auch immer zu wissen, was kann nach einer Operation passieren. Also was mache ich bei Unverträglichkeiten? Wie kann ich Lebensmittel ersetzen, die ich dann nicht mehr essen kann? Wie komme ich auf mein Eiweiß? Wie nehme ich meine Vitamine am besten? Was muss ich wie zusammennehmen? Das ist super, super wichtig für die Patienten und das klären unsere Ernährungsberater ebenfalls auf. In einer Adipositas-Sprechstunde werden Patienten mit Adipositas betreut auf ihrem Weg zur Reduktion des Übergewichtes. Patienten, bei denen keine operative Therapie in Frage kommt, werden hier vermittelt in konservative Therapieverfahren. Patienten, bei denen eine operative
Therapie in Frage kommt, werden zunächst auf eine Operation vorbereitet, werden dann hier im Krankenhaus operativ behandelt und nach einer Operation findet hier im Adipositaszentrum die Nachbetreuung statt. Unsere Patienten werden alle einmal psychologisch vorgestellt. Das heißt, wir schicken alle unsere Patienten einmal in die LVR-Klinik in Essen oder in die LVR-Klinik in Bochum. Da sind unsere beiden Kooperationspartner. Dort wird einmal eine Einschätzung dessen gemacht, wie es dem Patienten aktuell geht. Liegen Depressionen vor? Liegt eine Essstörung vor? Wie geht es dem Patienten aktuell? Um einfach zu schauen, sind diese Patienten gerade bereit, eine Operation dieses Ausmaßes einfach auch durchzuführen oder durchführen zu lassen. In unserem Adipositaszentrum werden hauptsächlich zwei Operationsverfahren angewendet, die auch weltweit, europaweit und deutschlandweit die am häufigsten angewendeten Verfahren sind. Das ist zum einen der sogenannte Schlauchmagen, zum anderen der Magenbypass nach Y-RU. Bei der Schlauchmagen ist es so, dass das im Prinzip ein einfaches restriktives Verfahren ist. Das heißt, durch Abtrennen eines Großteils des Magens wird das Magenvolumen, wird die Kapazität des übrig bleibenden schlauchförmigen Magens verringert. Bei der Magen-Bypass-Operation ist es so, dass der Wirkmechanismus über zwei Komponenten funktioniert. Das ist einmal ebenfalls eine restriktive Komponente durch eine Verkleinerung des Magenvolumens und zum anderen ist es eine malabsorptive Komponente. Das bedeutet, dass durch eine Umleitung, daher der Begriff Bypass, eine Veränderung der Nahrungspassage erreicht wird durch den Dünndarm. Es wird funktionell ein großer Teil des Dünndarms ausgeschaltet, der nicht mehr an der Aufnahme der Nahrungsbestandteile teilhat und darüber kommt dann die Gewichtsabnahme und die Veränderung des Stoffwechsels zustande. Die sogenannte Abnehmspritze, sprich Medikamente aus der Gruppe der sogenannten GLP-1 Analoga, die aus der Therapie des Diabetes kommen, haben in den letzten Jahren, insbesondere in den Medien, viel Echo und viel Anklang gefunden. Hier ist zu sagen, dass laut der wissenschaftlichen Auswertung hier schon relevante Ergebnisse zu erzielen sind. Allerdings sind die Spritzen lediglich von den Krankenkassen bei Diabetikern, also bei Blutzuckererkrankten, anzuwenden. Ansonsten sind die Kosten hier von den Patienten selber zu tragen. Bei den Patienten, die wir in unserem Adipositas-Zentrum betreuen, sind diese sogenannten Abnehmspritzen als alleinige Therapie nicht Mittel der Wahl, denn aufgrund des doch häufig vorliegenden hohen BMIs ist hier kein ausreichender Effekt zu erwarten. Es kann versucht werden, diese Mittel als zusätzliche Therapiemaßnahmen in Vorbereitung auf eine Operation anzuwenden oder bei Patienten, die im Laufe der Zeit nach einer Operation eine erneute Gewichtszunahme erfahren, dass man hier eine Abnehmspritze noch einmal unterstützend zur Hilfe nimmt zur erneuten Verstärkung der konservativen Maßnahmen, also zusätzlich zu einer erneuten Ernährungs- und Bewegungstherapie. Um als Patient zum Erfolg des Programms, also zu einer erfolgreichen Gewichtsabnahme nach einer operativen Therapie beizutragen, ist es essentiell, dass man sich an die Empfehlungen, die im Rahmen der Vorbereitung auf eine Operation gegeben wurden und die Verhaltensumstellungen, die ebenfalls im Rahmen der Vorbereitung erreicht werden sollten, mit Hilfe der Ernährungsberatung und der Bewegungstherapie langfristig eingehalten werden. Nach einer Operation hier im Haus geht es erstmal weiter, dass die Patienten natürlich stationär hier noch ein bisschen in unserem stationären Setting bleiben, dann entlassen werden und auch schon die Nachsorgetermine für die
fortlaufenden Gespräche bei uns bekommen. Wir bieten die Nachsorge 6 Wochen nach der Operation an, dann nochmal 3 Monate Post-OP, 6 Monate Post-OP, 12 Monate, 18 und 24 Monate nach der Operation. Und dann fangen wir an, die Patienten jährlich zu kontaktieren. Uns ist es als Adipositaszentrum sehr, sehr wichtig, den Kontakt zu unseren Patienten zu halten, weil wir können Patienten nur helfen, wenn wir davon wissen. Also auch wenn es nach einer Operation, sagen wir mal 5 Jahre später, nochmal zu Zunahmen kommt oder auch zu Sodbrennen kommt, wenn es irgendwie Beschwerden gibt, können wir nur helfen, wenn wir davon wissen. Deswegen ist uns die Nachsorge super, super wichtig.